Ihr hört immer noch Tide 96.0, es ist 19.51 Uhr und Sounds of Sin, die 160. Ausgabe, ja, die muss jetzt langsam wirklich zum Ende kommen. Christian und Andreas, schön, dass ihr da wart, es war sehr, sehr interessant. Der Michael ist, denke ich mal, besonders auf seine Kosten gekommen heute mit seinen technischen Fragen, die wir beim letzten Mal ja nicht so realisieren konnten. Ich denke mal, es wird aber trotzdem nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man sich hier live gesehen hat. Und wer weiß, vielleicht, und das geht jetzt an euch draußen, an den Radiogeräten bzw. an den PCs, vielleicht hört ihr ja Michael und mich auch irgendwann auf Welle 303. Andreas, sag uns doch auf jeden Fall nochmal die Internetadresse, wo wir denn alle Welle 303 hören können und in zwei Sätzen, was wir da hören können, was ähnlich ist wie Sounds of Sin. Also unsere Internetadresse von Welle 303 ist welle303.de. Ganz einfach zu merken und wunderbar. Und was es bei uns zu hören gibt, ist ähnlich schöne Musik, wie sie hier gesendet wird. In Ergänzung haben wir allerdings verschiedene Zeitblöcke oder Zeitscheiben eingerichtet, die eben etwas nach verschiedenen Genres ausgerichtet sind. Bei uns gibt es genauso Front242, KMFDM manchmal zu hören, wie auch Human League oder Klaus Schulze meinetwegen natürlich noch und ein sehr breit gestrecktes Thema oder Client und ähnliche Gruppen. Und in der Nacht sind wir progressiver und tagsüber etwas geruhsamer für den Tagesgebrauch. Es klingt allemal interessant und ich kann ja bestätigen, dass es auch sehr gut in Realtime klingt, hätte ich fast gesagt. Also loggt euch gerne einmal ein auf welle303.de und man hört garantiert Sachen wieder, die man lange nicht mehr gehört hat zum Beispiel. Und ich persönlich für die Hardcore-Fans von Sounds of Sin empfehle die Zeit zwischen 6 und 9 Uhr morgens. Ja, und ihr hört auch garantiert Sachen, von denen ihr noch gar nicht wisst, dass ihr sie hören wollt. Das denke ich auch. Das denke ich mal, können wir hier aber auch unterschreiben. Bei Sounds of Sin spielen wir ja sowieso die etwas andere Musik. Und insofern könnte ich mir vorstellen, ergänzen wir uns da in jedem Fall so ein bisschen. Absolut Andreas. Gut, ja. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr oder dass du nochmal da warst und dass Christian auch hier war. Er musste jetzt kurz einmal das Studio verlassen. Das heißt, wir können uns bei ihm noch nicht mehr bedanken. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal nachholen. Er hat gerade Sendermanagement zu tun bei uns. Das ist auch sehr, sehr wichtig.